Wenn am Sonntag in der Nacht in Hollywood Oscars verteilt werden, dann ist unter den hoffnungsvollen Kandidaten ein Filmland, das niemand auf der Karte hatte. Jedenfalls nicht in dieser Liga. Kategorie reale Kurzfilme. Eine Geschichte aus einem Kapitel Geschichte, das Europa und die Welt fast verdrängt haben. Das blutige Auseinanderfallen des ehemaligen Jugoslawien. Als der eiserne Griff des Regimes in Belgrad gebrochen wurde und eine europäische Landschaft in einer Serie von Bürgerkriegen versank. Das dramatische Schicksal des Kosovo, gespiegelt in der Freundschaft zweier Jungs. Stefan Merseburger stellt den Film vor, der Schock heißt Freund. Unbeschwert ist weder ihre Kindheit noch ihre Freundschaft. Kosovo 1998, es herrscht Krieg zwischen Kosovo-Albanern und Serben. Petrit will ein bisschen Geld verdienen, sein Freund Oki hat große Bedenken, macht aber dennoch mit. Sie sind Albaner, Petrit verkauft trotzdem heimlich Zigarettenpapier an Dragan, einen serbischen Soldaten, einen Erzfeind. Die Freundschaft leidet darunter, Oki beschimpft Petrit als Feigling, Lügner und Verräter. Eines Tages werden sie von serbischen Soldaten kontrolliert und schikaniert. In Okis Schultasche sind Bücher in albanischer Sprache. Du lernst Albanisch? Dieses Land gehört nicht zu Albanien. Verstanden? Das ist Serbien. Petrit behauptet, es seien seine Bücher. Er will seine Freundschaft zu Oki beweisen und kassiert dafür brutale Schläge, ausgerechnet von Dragan, gespielt von Eshref Dumici, der in Kosovo ein Star ist. Ich sag mal, das sind viele, viele Geschichten, dass man die Welt hören muss. Ja, also es ist, ich bin mir sicher, auch in Deutschland, es gibt viele Leute, die wissen so wenig über den Krieg in Kosovo, was da passiert ist. Als Kind im Krieg wurde Eshref Dumici von Serben verprügelt, so wie Petrit. Jetzt läuft er über Hollywoods Walk of Fame und macht unermüdlich Werbung für Schock, den er auch mitproduziert hat. Die Oscar-Nominierung hat sein Leben verändert. Wir sind die Helden jetzt zur Zeit da, weil nach der Unabhängigkeit von Kosovo, es ist das größte Ding, dass es in Kosovo passiert ist. So hat die Filmcrew gefeiert, als die Nominierung bekannt gegeben wurde. Eine weitere Champagnerdusche am Sonntag wäre für Dumici die Krönung. Freundschaft in Zeiten des Krieges, Treue, Verrat und Vergebung. Die Jungs spielen stark. Lum Veseli und Andy Baigora haben den Krieg nicht erlebt. Ihre Eltern haben ihnen schlimme Geschichten erzählt. Die Schatten der Vergangenheit. Bis heute ist die Beziehung von Kosovo-Albanern und Serben von Hass geprägt. Ich glaube, dass dieser Hass nicht fortleben sollte. Je schneller er verschwindet, desto besser für beide Seiten. Schock erzählt von wahren Begebenheiten, von serbischen Gräueltaten, von Gewalt, Willkür, Vertreibung und einer Freundschaft, die tragisch endet. Der Film ist packend und von großer emotionaler Wucht. Dann viel Glück am Sonntag. Und bei uns nun die